Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Hitman 2. Das letzte Mal haben wir ein bisschen gefailt. Heute allerdings... Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Heute werden wir allerdings nicht mehr failen, sondern... Oh ja, hier unten ist ja auch eine drin. Hm, das ist weniger cool. Vor allen Dingen, wenn die da jetzt noch langkommen, ist es noch weniger cool. Vor allen Dingen, wenn die in meine Richtung... Okay, das ist wirklich gar nicht cool. Egal, wir schauen mal, ob das hier funktioniert. Ich werde es mal speichern. Safety first. Letztes Mal haben wir ja einige Sachen. Einige Sachen. Ja, genau jetzt bewegt sie euch, ihr Pisser. Wollt ihr mich verarschen? Huh? Okay? Sí, soy yo. Just checking out the strange sound. Okay, jetzt gehen Ticken weiter. Genau. Not right now, please. Wehe, jetzt kommt jemand und fickt mich. Weg damit. Und? Okay, geil. Oh, nein, hier. Die mitnehmen. Danke. Gut, sonst gibt's hier keine Spuren. Okay, alles klar, jetzt speichern wir erstmal, weil jetzt sind wir schon deutlich weiter als beim letzten Mal. Wehe, die sehen mich, wie ich mich verkleide. Aber die hätten mich auch gesehen, wenn ich hier... Genau. Geil, der Typ erkennt mich gar nicht. Hey. At ease. Wow. Das Geile ist, ich darf hier jetzt auch rein. Hackbeil. Hier braucht keine Sau. Warum hat mich das suspicious gemacht, dass ich das Radio ausschalte? Fleischiger Knochen. Das hört sich so an, als könnte man es tatsächlich gebrauchen. Und jetzt können wir wahrscheinlich hier auch... Und achso, wir sind ja erst hier. Oh, jetzt können wir vielleicht da, wo wir letztes Mal waren, hier bei der Baustelle endlich weiterkommen. Oh, das will ich jetzt sehen, ob wir das hinkriegen. Komm. Okay, ich kann hier einfach aufmachen, wobei das kann auch sein, weil ich letztes Mal schon... Ja, wir haben hier nicht mehr unbefugtes Betreten. Und uns erkennt noch keine Sau dazu. Das ist ja geil. Okay, letztes Mal, ich hätte einfach dieser fucking Wachmann... Sobald ich hier Wachmann bin, ist alles easy, glaube ich. Und letztes Mal habe ich mich so angestellt. Hier, machen Arbeit gut, gell? Schraubendreher. Nice. Nehme ich an mich, konfisziert, Ende. Betreten? Nö, will ich ehrlich gesagt nicht. Brechstange nehme ich. Darf ich hier rein oder ist das privat? Ich speichere vielleicht ein bisschen häufig, aber... How may I be of assistance today, Senor? Oh, was wäre das gut? Wir könnten noch irgendwas anderes machen. Hier. Nehmen Schere... Achso, wir können nur eine Schere nehmen. Okay. Gut, aber wir haben definitiv hier noch was. Hier, das ist der Hauptplatz, den kennen wir ja schon. Wir haben hier noch was. Hier. Oh, wir können jetzt in das Anwesen wahrscheinlich rein. Aber ich will mich erstmal noch in der Gegend hier umschauen. Deswegen gehen wir jetzt hier mal runter. Was? Hola, G.I. Joe? What the fuck? Okay, keiner von euch erkennt mich. Sehr gut. Aber hier darf ich wahrscheinlich trotzdem nicht einfach rein, oder? Boah, ich könnte das hier ausschalten.
Und ihn dann rein. Boah, nee, das wird der Typ doch mitbekommen, wenn ich den da reinhiefe, oder? Aber da drin, schaut mal, nämlich, hier ist nämlich hundertprozentig, das ist auch auf der Ebene garantiert, hier in dem Haus von dem Typen, genau da, wo der sitzt, ist was. Aufmachen, Polizei! Damit, das hilft nicht. Okay, ein paar Leute erkennen mich schon. Darf ich hier einfach... Ich weiß echt nicht, was da drin sein soll, aber... Irgendwas... Okay, hier... Nee. Ich komme auch nicht über oben irgendwie lang. Ja, ich glaube tatsächlich, die einzige Möglichkeit ist der hier. Hey? Hey, was heißt, wird untersucht? Du musst jetzt hier rauskommen. So, jetzt muss ich tatsächlich nochmal speichern, weil da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Nein. Wobei, dass die Musik weiterläuft, ist vielleicht gut zur Ablenkung. Jetzt ist nur wirklich die Frage, ob ich das machen kann, ohne dass der Typ mich sieht. Okay, das ist eigentlich ein mir feindlich gesottener. Aber hey. Oh. Hausschlüssel des Drummers. Oh, des Drummers. Wir haben den Hausschlüssel. Oh, können wir uns als der auch verkleiden? Jetzt haben wir nämlich hier entdeckt, Wohnung des Trommlers. Wow, des Trommlers ist das übersetzt. Können wir, aber wir können uns nicht als der verkleiden, oder? Ne, wir können uns nicht als der verkleiden. Das heißt, sobald wir da drinnen sind... Aber hier muss es irgendwas Wichtiges geben, oder? Küchenmesser, okay. Oh. Bandmitglied Drummer. Oh. Aber wofür brauchen wir das? Eines der Bandmitglieder, das zur Öffnung der Statue spielen soll. Oh, das wird hier wahrscheinlich... Wenn ich das hier mache... Ah, ich verstehe, das wird so ablaufen. Verstehe. Das ist gut zu wissen. Ich werde mich trotzdem wieder als Soldat verkleiden. Ganz einfach, weil ich dadurch, glaube ich, deutlich mehr Befugnisse habe als ein fucking Drummer. Okay, also da drin erkennen mich schon der eine oder andere, aber bei weitem nicht alle. Es ist die Frage, ob ich hier auch rein darf. Heißt das, ich darf rein? Hari, ich spreche leider kein, was auch immer die hier sprechen. Kann ich da rein? Ja, Überwachungskamera, die werden wir... Wir haben schon einen Schraubenschlüssel. Okay, hier können wir hoch. Oh, hier entdecken uns ja wirklich alle. Oh. Oh, jetzt sind wir hier. Okay. Ja. Wollt hinter mir zumachen, nicht vor mir zumachen.
Ja, Überwachungskamera, wir werden uns dem annehmen. Okay, der entdeckt uns nicht. Nice day. If this thing ever gets done, I'm buying champagne for the entire office. Everything will solve itself eventually, Miss Martinez. All right, time for a call, Paula. Let's go to the meeting room downstairs. Yes, ma'am. Damn it. Der schläft leider nicht. Ich könnte jetzt hier aber außenrum. So. Da wollen die, glaube ich, gerade rein, oder? Ja, oh, vielleicht können wir hier jetzt mithören. Okay, was habt ihr zu tun? Charles Perez, I'm so happy you could find the time to talk to me. I'm just calling to sort out the last details of our arrangement. My employer has agreed to donate the sum of $500,000 to your special interest group. Like yourself, we see bribery and corruption as a major area of concern in our country. Please, it's the least we can do. Now, about our little problem. I understand the charges against them are quite severe, but Mr. Delgado has assured me personally that his cousins could never have done what the state seems to think. In fact, he believes this is merely retribution for his unwillingness to bend to the corruption that runs so rampantly in the capital. You will. Oh, Mr. Delgado will be very happy to hear that. It's the right choice. They should never have been arrested in the first place. Thank you very much, Your Honor. We'll speak again, I'm sure. Ah, das ist jetzt aber keine Zusatzmission. Paula, I'm heading down to the village to check on the statue. I'll be back later. Okay. TV, okay. Ich hätte gern sowas wie Beweise oder irgendwas. Boah. Ist hier ein bisschen ballsy, was ich hier mache, aber... Gebiet entdeckt, Gärten. Boah. Nein. Eher sowas. Wobei, warum sollte ich da hoch wollen? Da kann ich doch einfach klettern. Warum sollte ich dann nicht hochklettern, ist die Frage. Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum ich da nicht einfach hochklettern könnte. Da ist wieder diese Paola, oder wie auch immer die heißt. Okay, da ist nur eine Kiste und Wasser. Oh ne, da ist... Das muss doch irgendwas Wichtiges sein, was da ist. Komm, verpiss dich, Alte. Also ganz ehrlich, da jetzt reinzuklettern...
Das ist schon sehr riskant jetzt, deswegen speichere ich nochmal. Ich speichere gefühlt 100 Millionen Mal in dem Spiel, beziehungsweise in der Mission. Oh. Brief. Hier fehlt etwas. Oh, hier ist das. Oh, dammit, das ist riskant. Vor allen Dingen, der muss dafür weggehen. Oh, ich dachte gerade schon, die dreht sich jetzt um. Okay, wow. Die ist schon wieder da. Shit. Kann das wahrscheinlich vergiften. Da ist auch nur eine Kiste. Anything I should know about Paula? Paula? Hector's gifts are amassing outside the front gate. I almost tripped over them on my way out. Please remove them. And by remove, I mean get rid of. Entirely. Of course, Miss Martinez. I'll see to it. Ja, geh weg. Alter, wenn beide jetzt weggehen, dann kann ich die beiden Soldaten ja... Okay, das könnte ich garantiert vergiften. Also ich muss hier definitiv mal aufräumen. Ich könnte... Boah, die aber einfach hier oben liegen zu lassen, wäre wahnsinnig riskant. So, alte Wachtel, geh weg. Ja? Das muss ich jetzt ganz schnell ausnutzen. Nein! Ich Idiot! Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich die fucking Flasche in der Hand halte. Beziehungsweise die Dose. Und habe Q gedrückt. Aber Q drücken, wenn ich was in der Hand habe, ist nicht einfach leise ausschalten, sondern ich meine sie über die Mütze zimmern. Und das ist nicht cool. Merkst du es nicht? Der hat sich jetzt 100 Jahre nicht umgedreht. Wer dreht sich jetzt um? Derzeitige Verkleidung, okay. So, dann speichere ich jetzt einfach aus 100 Mal Safety-Gründen nochmal. Falls mich der da draußen irgendwie doch abfacken will oder falls die Schrulle wiederkommt. Okay. Schaut gut aus. Ich habe ja gesagt, wir werden noch hier die ganzen Beweise vernichten. Ah. Untertauchen. Wow. Cool. So, dann weg mit den Beweisen. Nee. Aufnahmen gelöscht und... Das System wurde wahrscheinlich deaktiviert, ganz genau. Ich könnte jetzt hier ganz plump... Oh, das sollte ich vielleicht erstmal machen. Hier die Waffen aufsammeln. Ich könnte das jetzt ganz plump vergiften, aber das will ich natürlich nicht. Ich will das schon vernünftig lösen. So, also wir haben das jetzt hier zumindest mal einigermaßen geklärt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns in diesem Rayon da drüben um. Im Hafen.
Gott, ich muss jedes Mal, wenn ich jetzt einen Soldaten sehe, schauen, ob der mir feindlich gesonnen ist, beziehungsweise ob der mich als einen von tatsächlich nicht ihren entlarvt. Gott, dieses Gebiet ist so gigantisch, ist unglaublich. In dem letzten Gebiet beim Formel 1 war, oder bei diesem Rennen auf jeden Fall, da gab es zwar viele Menschen im Vergleich zu hier, aber das Gebiet war relativ klein und damit die Möglichkeiten, Sachen zu tun, auch. Ödeleck. Ah. Na gut, hier kann ich wahrscheinlich nur untertauchen, oder? Aber wahrscheinlich auch nur als Tourist. Ja, Rattengift. Ich habe eigentlich schon Rattengift, aber... Okay, ich kann hier durchklettern, aber warum sollte ich... Hey, der strullert da in die Büsche. Oh, vergiften Bier. Schön nochmal einem mitgeben beim Abschütteln. Oh, bist du dieser Backpacker, von dem wir... Wobei, du hast halt einen Backpack, aber ob du der Backpacker bist... Fischerhütte. Er schaut aber nicht aus wie der Backpacker am Foto. Und ja, hier sind Fischhütten, aber schaut hier nicht wahnsinnig danach aus, als... Hier ist eine Münze. Jetzt haben wir zumindest schon 3 Münzen, so als hätten wir das als Startgift gewählt. Ja. Hier sind halt Fischerhütten. Was war das gerade? Nee, ach, hier ist noch eine Münze. Ah, hier ist sogar noch eine Münze. Okay, wir haben schon 5 Münzen, geil. Okay, hier könnte ich... Hey, anyone home? Come on, I know you're here. I see all this shit, man. Come on, let's get back to work, alright? Let's go. Ich mach die mal. Einfach, weil ich glaube, du... Genau, du... Das war... Der... Ach Gott, ich habe jetzt... Moment. Habe ich echt so lange nicht gespeichert oder gab es da noch einen... Heute... Okay, der hier. Gott. Ich dachte, als der gesagt hat, ja, komm, zu ganzer Arbeit, ich dachte, der... Na gut, ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der wahrscheinlich irgendeine Person damit meint, die wahrscheinlich jede Sekunde auftauchen wird. Aber ja. Aber der, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir eine Verkleidung als Elite-Soldat finden. Und wo wir eine ganze Tonne Münzen finden außerdem. Meine Münzen. Klingeln. Okay, hier kann ich so rein. Na, klingeln wir einfach mal. Ich glaube, da wird nicht viel passieren. Sick of this shit, man. Come on, let's get back to work. All right, let's go. Hey, you, come out from there. Get back to the cage now. Aber da ist doch keiner drin. Cool, wir wissen hier zumindest mal, wo ein Elite-Soldat ist, falls wir ihn tatsächlich brauchen sollten. Das ist doch auch schon mal was wert, glaube ich. Küchenmesser. Oh, hier ist schon wieder ein fleischiger Knochen. Ich dachte, das wäre mehr oder weniger so was Einzigartiges. Hier kann ich schon wieder Wasserflaschen vergiften. Oh, Klimaanlage ausschalten. Und hier ist noch eine Kühltruhe, okay.
Aber hier den Elite-Soldaten hinzu. Ja, das wird weniger funktionieren. Aber sonst glaube ich. Ich meine, ich könnte hier auch klingeln. Da würde mir dann wahrscheinlich sogar jemand öffnen, aber. Ha, hier ist. Habe ich gerade eine Story-Mission? Die ich am. Achso, nee, ich kann hier aber eine Story-Mission gleich anzetteln. He got lucky, I guess. So what happened? He says it's better if I don't know. The Delgao cartel is very sensitive around it. So, an employee of the Delgado cartel was injured while working on a secret project in the caves beneath Santa Fortuna. Sounds intriguing. I suggest you locate this man's house, 47. Could be a chance to access the heart of the Delgado cartel. Ich glaube, das ist der Typ, der da oben ist. Nee, der ist. Something big down in the cave. The problem is he's essential to the project and now we have sicarios hanging around our house. They wanted to go back as soon. Oder? Story Mission nicht mehr verfolgen, verfolgen. Sounds like you have a lot on your plate at the moment. Tell me about it. I've got to go home and finish the washing. I'll see you tomorrow. Folgen Sie der Frau des U-Boot-Ingenieurs. Okay, das machen wir einfach mal, weil ins Herz der Mission einzudringen, das hört sich jetzt eigentlich noch was sehr Sinnvollem an. Ich meine, wir haben hier noch eine Sache, die wir uns anschauen müssen. Hier auch noch. Aber prinzipiell, wir haben den Großteil des Dorfes, glaube ich, schon gesehen. Hier ist das Anwesen. Hier würde mich noch sehr interessieren, was abgeht. Hier ist der Drogenkoch. Und hier sind halt die ganzen Höhlen unterirdisch. Ich will definitiv wissen, und das werde ich auch verfolgen, sobald wir damit hier jetzt endlich ein bisschen weiter sind, was wir heute noch schaffen werden jetzt. Aber ich will wirklich wissen, was das hier mit den unsterblichen Liebe, was das mit diesem Brief auf sich hat. Weil ich glaube, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, jemanden nicht zu töten und trotzdem auszuschalten. Und das gefällt mir immer ganz besonders. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass das die Frau von den Typen ist, wo der Elite-Soldat rumstrobert. Habe ich zumindest so das Gefühl. Aber ich würde sagen, tatsächlich, nee. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Nächstes Mal werden wir dann definitiv, dieses Mal haben wir zumindest so ein bisschen auskundschaftet. Nächstes Mal werden wir dann definitiv Fortschritte machen und zwar im großen Stil. Morgen müsste für euch Samstag sein? Ja, also ich hoffe, das passiert noch vor ein Wochenende für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.